open sleigh. Jingle bell, ba 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 ba. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender, heute zusammen mit dem Dominik. Hi! Moin! Wir spielen die Prognose Düsseldorf gegen Union Berlin. Ich bin Düsseldorf, bei denen läuft es echt ja aktuell ziemlich scheiße. Die spielen echt nicht gut. Union Berlin spielte eigentlich schon besser. Ich bin gespannt, was du heute reißen kannst. Schaut unbedingt beim Dominik vorbei, rechts oben beim i ist sein Kanal verlinkt. Und ja, Rocket League, GTA und so habe ich da schon gesehen, also interessant. Kann man mal vorbeischauen und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Prognose. Let's go. So, damit starten wir rein in die Prognose. Düsseldorf in Weiß gegen geile Union Berliner. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Du spielst auch online ein bisschen, ne? Ja. Ah, kommt der durch? Ne, kommt der nicht. Oh, doch, kommt der. Und dann gibt's ein Lupfertor. 1-0 Düsseldorf. Ah, wie geil ist das denn? Kann ich ja schon mal vorwegnehmen, dass es ja hier gleich eine Challenge gibt. Das ist absolut verrückt, dass ich jetzt schon die Challenge quasi erfülle. 1-0 für Düsseldorf. Also die Challenge, wir müssen ja, jetzt können wir ja normale Tore machen. Nur im zweiten Spiel müssen wir ja hier die Lupfer-Tore machen. Aber ich hab's auch jetzt schon gemacht. Boah. Schiri, hallo, irgendwie, oder so. Ah, Düsseldorf gibt Gas. Verteidigung, die ist gerade echt gut, aber das war nicht gut. Und jetzt Union Berlin, auf und davon, alles frei, aber der Torwart. Der Pass kommt durch auf Fink. Fink, wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Kann den Schuss absetzen. Oh. Torwart hält. Hennings, einer der besten, ja, bei Düsseldorf. Hennings. Hennings, jetzt sieht's gut aus und jetzt ist er drin. Kurz vor der Halbzeit, typisch FIFA. Das 2-0. Unhängen, Hennings oder so heißt er, glaube ich. Jawoll. Ist eigentlich wirklich der beste Düsseldorfer, muss man ja schon so sagen. Ohne den sähe es wahrscheinlich noch schlechter aus. Und da ist es zur Halbzeit. Das 2-0. Düsseldorf hat dafür gekämpft und hat es jetzt auch erreicht. Uwe Hennings, Hennings, fasst sich ein Herz, schießt selber, der Torwart am Boden. Das war jetzt nicht das schönste Tor, aber den muss er natürlich machen. Ja, das tut mir ein bisschen leid, der war nicht so, ja. Düsseldorf schlachtet Union Berlin, wenn der durchkommt, dann sieht es wieder gefährlich aus. Dafür kommt der durch. Und dann ist es wieder der Lupfer. Das gibt's doch nicht. 4-0. Yes. Düsseldorf schlachtet Union tatsächlich. Nice one. Zum zweiten Mal schon die Challenge erfüllt, die jetzt gleich kommt. Wahrscheinlich erfülle ich die gleich nicht mehr. Zweimal Fink, einmal Hennings, einmal Tommy. Hennings holt ihn sich wieder. Nein. Und drüben ist wieder Hennings. 5-0. Ah, du tust mir leid. Das musste ich leider machen. Auch wenn es mir echt leid tut. Hennings wieder. Nice one. Ich dachte, er verkackt ihn auch so, wie er sich hingelegt hat. Ja, der Verteidiger hat die Situation jetzt unter Kontrolle, macht das stark. Das ist krass, wie du da nicht durchkommst, also ich bin impressed von meiner Verteidigung. Aber jetzt wird's gefährlich und der Torwart. Nein. Hennings, der wartet noch auf seinen Dreierpack. Aber jetzt kommt Tommy erstmal, jetzt kommt Tommy und es dauert zu lang. Komm, Marin, das gibt's nicht. Scheiße. Ja gut, wäre auch ein bisschen zu viel gewesen. So, jetzt wieder Düsseldorf, das ist krass. Jetzt haben wir sogar noch Kontermöglichkeiten, das ist ja noch krasser. Da ist der Neue, da ist der eingewechselt im Abseits. Hast du Spaß? Okay, jetzt geht's wieder nach vorne. Und oben ist der neue eingewechselte Tech-Betai, Alter. So ein krasser Typ wird erstmal umgehauen. So, da ist Hennings! Da ist Hennings! Da ist das 6-0, sein Dreierpack. Er wollte ihn unbedingt. 88. Spielminute.
Ah, als ob. 6 zu 0. WTF. Kann man mal machen. Es war ganz, ganz knapp, dass er da seinen Fuß noch reinkriegt. Hennings ist wieder auf dem Weg. Hennings. Oh, jetzt Tekbetai, der neu eingewechselte Tekbetai. Oder so ähnlich. 7. Alter Vater. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse. Eieiei. Time Finish nochmal getroffen, ausnahmsweise mal. Das war's. Die Erlösung knarrt mit dem Schlusspfiff. Düsseldorf gegen Union Berlin 7 zu 0. Wenn das in echt passiert, dann mache ich hier ein Video, wo ich ein Besen esse. Keine Ahnung. Aber das glaube ich auf jeden Fall nicht. Wir haben nicht getippt, wie es in echt ausgeht. Ich traue mir das auch nicht zu. Ich denke, dass Union Berlin irgendwie 2-1 oder so gewinnt. Ich habe aber ein bisschen Angst zu tippen, weil das Spiel könnte so oder so ausgehen. Keine Ahnung. So Leute, damit starten wir rein in die heutige Challenge. Ihr habt es ja schon mitgekickt, Lupfer-Challenge ist am Start und wir wählen uns dafür Zufallsteams aus. Du darfst beginnen mit Durchscrollen. Und ich sag Stopp. Brasilien. Okay, dann gehen wir runter zur Mannschaft. Und dann scroll da auch mal durch. Und ich sag Stopp. Oh. 3 Sterne geht. Ja. Geht aber auch besser. Okay, ich scroll, du darfst Stopp sagen. Stopp. Schweiz. Da gibt's ultra schlechte Mannschaften, aber auch ultra gute. Okay, ich scroll durch. Stopp. Hast dir lange Zeit gelassen. Eieiei. Ah, Sion, einen halben Stern schlechter. Dafür habe ich 72er Angriff, du hast nur einen 64er Angriff. Vielleicht können da ein paar gut lupfen, hoffentlich. So Leute, damit starten wir rein in die Challenge. Hat ein bisschen gedauert, Internetprobleme waren am Start. Ich hoffe, dass es jetzt nicht laggt. Lupfer Challenge, wie gesagt, also nur Tore, die per Lupfer erzielt werden, zählen. Und falls wir eins erzielen, was nicht per Lupfer passiert, dann müssen wir ein Eigentor machen. Außer es ist ein Elfmeter. Dann nicht, der zählt auch so. Oder Freistöße oder Eckbälle oder so. Die zählen auch normal. Also Kopfbälle, Eckbälle nicht. Eckbälle ist scheiße. Egal, Freistoß und Elfmeter, der zählt. Du siehst nicht, wo ich hinschieße, ne? Boah, es ist so schwierig. Ich habe Angst. Ja. Yes, da führe ich 1 zu 0, ohne einen Lupfer gemacht zu haben. Ah, danke dir, Dominik. Danke für den Elfer. Das Problem ist beim Lupfer, dass man relativ nah ans Tor halt ran muss. Ah, ich krieg den Ball da nicht durch. Das ist so ein Chaosgarter. Jetzt komm, da ist er durch. Da ist er durch. Da ist er durch. Da ist er durch. Nein. Yes. 2 zu 0 und er zählt. Das war ein Lupfer. Die Nummer 88, Dumbia, zum zweiten Mal. Einmal der Elfer und einmal der Lupfer. Schön gemacht, der Tor kommt ein bisschen raus und das reicht dem Dumbia aus. Nice one. Ich glaube, 7-0 wird's nicht, aber 2-0 gefällt mir schon mal. 2-0 ist schon mal nicht schlecht. Hier in FIFA reicht es. Und deswegen gibt's hier eventuell schon den nächsten... Ich habe natürlich ein bisschen mehr Platz durch das Kontern, aber Dumbia, es streichelt, der Ball streichelt nur das Netz. Oh, jetzt aber zock, zock, zock. Oh, die Chancen sind da. Vor der Halbzeit nochmal, typisch FIFA, Dumbia, komm, gib ihm, zieh, Junge. Oh, das ist rot. Das ist die rote Karte, das... Du hast mir auf jeden Fall mehr getroffen, als ich dich vorhin... Auch wenn ich vorhin wahrscheinlich auch Geld verdient hätte. Rote Karte, gut. Kann man machen. Ja gut, was soll ich da machen? Der Torwart steht wie angewurzelt. Dann lupfe ich ihm natürlich voll in die Arme. Schiri. Nee, der kann durch noch ein bisschen. Ja, so genau, nochmal laufen lassen. Lass noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jawohl! Nein!
Das ist so typisch FIFA. Das ist so typisch FIFA, dass er es einfach laufen lässt, bis das Tor fällt. Ja. 3-0 zur Halbzeit. Oh! Der war voll gut. Also er war ein bisschen mittig, aber er war trotzdem nicht schlecht geschossen. Komm jetzt. Dumbia in die Mitte und der Lupfer. Ja! Das war so schlecht vom Torwart, weil der Lupfer war echt scheiße. Er war so schlecht gelupft. Es war ungefähr 1 km/h schnell. Der hätte sogar noch hinterher springen können wahrscheinlich, aber er ist drin. 4-0, wie gesagt, es hat sich aber auch ein bisschen angebahnt. Und jetzt ist er drin. Den haben wir wieder, den haben wir wieder. Ne, den haben wir offensichtlich nicht. Aber die Grätschen, die sitzen. Ah, die sitzen nicht. Was ist da los? Jetzt hat er nicht. Was? Hä? Ich werde gerade verarscht von diesem Spiel. 4-0, Ende. 3 Lupfer, ein Elfmeter und vorhin das 7-0. Du hast kein Tor gemacht. Ich habe 11. Das tut mir leid, ich hoffe, dass du mir nicht böse bist. Ja, dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Türchen Nummer 20. Es neigt sich langsam dem Ende zu. Und ja, mal schauen. Haut rein, bis dahin. Schaut bei ihm vorbei. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.